Jetzt haben wir natürlich kein Licht dabei oder so. Vielleicht sollte ich nur eben mal Fackel craften. Könnte sonst sein, dass es ziemlich dunkel ist. Fackel, Flintstone und Wood. Jetzt soll ich natürlich sämtliche Steine kaputt laufen. Ach so. Vergessen, dass da kein Wood rauskommt. Ich komme mich nicht bewegen. Schlau. Ich nehme ein bisschen was mit, weil ich die zweite Fackel machen muss. Oi! Mein Gott. Alter. Ich komme mich immer nicht bewegen. Warum hast du mich jetzt so erschreckt? Jetzt? Jetzt. Okay. Okay. Auf ins Abenteuer. Huch. Komm ich schon ran? Ich will euch. Ich kann leider im Springen nicht angreifen. Okay, egal. Dann lasse ich euch halt da. Irgendwas. Das war super laut. Ach, das war der Golem. Okay, den habe ich gar nicht gesehen, bis es zu spät war. Hilfe! Okay, ich muss aufhören zu sprinten. Drache? Nee, schade. Wir werden hier auf jeden Fall nie unseren Bug-Buff verlieren. Es ist super dunkel. Die Höhle ist so viel gruseliger, wenn man mit einer Fackel durchläuft. Drache? Ich sehe nichts, weil alles um mich rum explodiert. Tut mir leid, diese Golems sehe ich immer gar nicht, bis ich sie schon umgebracht habe. Drache? Ich wollte mal sprinten, ne? Aber wenn ich nicht sprinte, bin ich so unfassbar langsam. Oh, hallo. Ha! Hi! Hi, hi, hi! Warte! Dreh ich um! Mein Gott, mein armes Herz. Ich habe jetzt tatsächlich einen leichten Herzinfarkt erlitten, glaube ich. Ha, tja, hat sich einfach so angeschlichen. Eieiei. Okay. Nein, ich habe die Fackel sonst auf 4, aber ist egal. Okay, ich habe Hunger. Nicht ich habe Hunger. Paulchen hat Hunger. Links habe ich aufgehört, Paulchen sie zu nennen. Holy moly. Diesmal bin ich vorbereitet. Aha! Wir brennen ein bisschen. Macht aber nichts. Alles unter Kontrolle. Noch einer? Nö. Geht's uns gut? Jawohl. Soweit ja. Gibt aber keine Level bis jetzt, ne? Aua! Du Akku-Heinz. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, wir stecken fest. Oh Gott, so viel Chitin schon gesammelt. Mein Gott. Was ist denn los mit euch? Bleib
bleibt doch einfach liegen. Dann passiert ja auch nichts. Mein Levelplan geht irgendwie jetzt ganz auf. Naja. Das Artefakt holen wir uns trotzdem. Jetzt sind wir Sturm. Also ich finde es ganz... Warum ist das auf einmal? Warum macht das keine Geräusche mehr, wenn ich Sachen kaputt mache? Oder was ist nur wegen der Musik? Nö, macht keine Geräusche mehr. Hä? Okay. Also was ich sagen wollte, ich finde es ja ganz cool, dass die Sachen kaputt gehen, wenn man durchrennt und man dann permanent dran hängen bleibt. Aber warum Sachen kaputt gehen, an denen wir nur vorbeilaufen, das erschließt sich mir nicht ganz. Ist hier irgendwo ein Loot Crane? Oder machen die Dinger hier die Geräusche? Wahrscheinlich. Ha, okay. Okidoki. Ich meine, ich wollte gerade sagen, zu Fuß sind wir hier einmal durchgelaufen, was natürlich gelogen ist. Wir sind hier durchaus schon zu Fuß durchgelaufen. Hund geht. Ach, kann ich denn hier kaputt laufen oder ist der. Aha. Okay, alles klar. Ich meine, da reingucken lohnt sich eh nicht. Wir sind hier mit dem Indom zu Fuß oder war es der Giga? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht war es ja beides. Ich war mir doch schon ein paar Mal da. Aber in der Regel fliegen wir hier rein und laufen dann erst zu Fuß. Ich sehe halt nichts, ne? Wenn die Dinger da durch die Gegend fliegen. Ich will da nur die Fledermaus fressen. Wow. Langsam bedächtig. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Wir laufen immer direkt da lang. Drache. Nope. Kein Drache. Huch. Ist hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht der Explorer noch? Hm? Schaut nicht so aus. Okay. Weiter im Text. Ich meine, es ist gar nicht so weit bis zum Artefakt, aber es ist ein ganzes Stück. Manchmal stecken sie in der Wand, deshalb gucke ich immer nochmal. Und hier sind eigentlich auch immer nochmal Fledermäuse, aber heute nicht. Okay. Keine Drachen. Also einer. Nee, zwei bis jetzt, oder? Ja, zwei. Nein, bin ich hier richtig? Nee, ich bin hier nicht richtig. Wo muss ich hin? Hä? Laufe ich immer hier lang? Ich dachte eigentlich, ich laufe immer hier lang. Vielleicht aber auch nicht. Doch. Ich glaube, weil ich die letzten Male geflogen bin. Weil ich vergessen, dass ich da durchs Wasser laufen muss, oder? Oh. Na gut, dann laufen wir durchs Wasser. Ist mir einerlei.
Boah, irgendwie sitzt mein Headset heute richtig und es drückt so ein bisschen auf meinen Kopf. Weißt du, wenn das Freitag ist? Es ist Freitag, der 20. Dezember. Und bald ist Weihnachten. Wieso konnte ich denn die Piranha sein? Ich bin so verwirrt, weil manchmal kann ich Sachen harvesten. Hier, die Sachen kann ich harvesten, die Fische aber nicht. Hä? It doesn't make any sense. Aber egal. Dabei könnte man Fischfleisch so gut gebrauchen. Ich gucke jetzt immer hinter mich, weil der Drache sich vorher so fies angeschlichen hat. Ohne seine üblichen Drachengeräusche zu machen. Natürlich. Ich glaube, ich habe nur eine Fledermaus gefressen. Moment. Na gut, vielleicht hätte ich doch die Gigas umbringen sollen. Ich meine, wir sind seit mal hier drin sind, haben wir noch kein einziges Level dazu gekriegt. Trotz Drachen. So. So. Ha! Nein. Ah, oh, es sind manchmal so blöde Golems. Ich meine, was ist jetzt drauf? Guck mal, es tut uns gar nicht weh, wenn der mit Steinen schmeißt. Steine schmeißt. Wollen die denn gerade noch mehr? Ah, da, da. Okay. Vielleicht sollten wir mal gegen Titanen kämpfen. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Hier schon? Nee, noch ein Stück, ne? Mein Gott. Da. Mal bereit? Ich glaube ja. Okay, ich werde aber jetzt wieder zu Fuß hier rauslaufen. Na gut. Achso, wir sind aber eigentlich zu Fuß sinnvoller gewesen, weil dann hätten wir nur gegen die Gigas kämpfen können. Jetzt zu spät. Ich glaube, ich laufe einfach nochmal durch die Wastelands jetzt. Und hoffe, dass ich da nochmal so ein paar Baddies begegne. Upsi. Jetzt macht es wieder Geräusche. Es hat nur in der Höhle keine Geräusche gemacht. Nee, es macht. Die Steine machen nach wie vor keine Geräusche. Das ist alles sehr seltsam. Very strange indeed. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob die aggro werden. Von selber. Waren ja schon immer so viele Bäume. Okay. Ein Giga. Das ist doch schon mal was. Jetzt hat man aber durch die. Kommst du runter? Nee. Durch die Schneekugel laufen. Oh, der wird aggro. Okay, interessant. Da komme ich jetzt von hier nicht mehr hoch, ne? Wir laufen hier weiter. Hallo. Oh.
Ich liebe die Gasbags, weil die machen so süße Geräusche. Also eigentlich finde ich Raupen ziemlich eklig, muss ich zugeben. Aber die Gasbags finde ich ziemlich niedlich. Das ist eine Mischung aus eklig und niedlich. Aber mehr niedlich als eklig. Niedlich-eklig. Zu Fuß hat alles ganz andere Dimensionen. Ich weiß jetzt wahrscheinlich. Ein weißer Wolf. Mit hellbraunen Socken. Ich hätte auch so gerne einen Prime Pfeiler. Aus seinen haben wir, glaube ich, noch gar nichts gesehen. Ich war ja immer nur dem Managama da hinterher. Ich hoffe, dass die Eule mich nicht holen lässt. Wolf. Okay. Okidoki. Ah, hier komm mal rein. Ich weiß nicht, ob ich wirklich rein will, weil da drin ist einfach so mega unspannend. Ich glaube, dass ich hier draußen mehr Chancen aufs nächste Level habe. Auf die nächsten oder auf die letzten Level vielmehr. Wie weit sind wir denn jetzt? 724. 660 haben wir angefangen. Das sind 64. Okay, also wir haben nur 9. 9 Level haben wir noch. Bitte nicht mich erwischen. Oh, hier ist irgendwo ein Yuti, oder? Oder ne, warum ist die Eule? Warum hat die so einen Kreis über dem Kopf? Das ist ein sehr schöner Rex, sagen wir mal ehrlich. Ich möchte mal ganz kurz die Aussicht genießen. Guckt euch mal die Silhouette an. Wunderschön. Ich frage mich, ob das Brüllen vom Rex irgendwas bringt. Weil mir wäre nie aufgefallen, dass, wenn mich der Rex angebrüllt hat, dass sich das irgendwie negativ auf mich ausgewirkt hätte. Und mir wäre aber auch nie aufgefallen, wenn ich mit meinem Rex brülle, dass sich das irgendwie negativ ausgewirkt hätte. Ist das Wasser okay? Irgendwie fies aus, ne? Aber scheint ganz normales Wasser zu sein. Jetzt nicht weglaufen, wenn ich schon extra zu dir komme. Wieso ignoriere mich denn die Strikes Call. Da tut man noch einer, ne? Ich bin trotzdem immer ein bisschen aufgeregt, weil wir hier noch nie zu Fuß unterwegs waren. Und ich weiß, dass hier böses Zeug rumrennt. Ejo! Also, um nochmal auf das Brüllen zurückzukommen. Ejo! Also, das macht. Was soll ich sagen? In der Regel führt das nur dazu, dass der Rex schneller stirbt, weil statt zu brüllen, könnte er einfach schon mal angreifen. Okay, das könnte so ein bisschen dauern. Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Halt mal aufregendes
Thumbnail. Keine Ahnung, ob ich das war. Hallo? Ich hab Vision immer. Ich muss ein Stück weiter vor. Ich hab Vision. Aber er mich an, oder? Ah doch, wir Vision. Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, meh. Doch Gott, hä? Wo ist er jetzt? Oh. Jetzt hat er sich von selber schlafen gelegt. Passiert schon mal. Oh. Ein Rucksack. Bin ich bescheuert genug, hier abzusteigen? Yes. Yes, sir, I am. Oh ja, das hat sich total gelohnt. Gott sei Dank bin ich abgestiegen. Okay. Das war aufregend. Nicht. Level habe ich auch keins gekriegt. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Jetzt soll ich doch in die Wüste gehen. Ah hier, nimm den. Oh Lord. Ach ja, und hier kriegt man nämlich auch den, genau. Titte. Okay. Let's find something to. Du schaust aus wie Käfer, den ich noch nicht kenne und bist deshalb bestimmt einer, den ich brauche. DNA. Ha, nee, DNA. Nicht wirklich, weil DNA kann man aus Primate machen und Primate haben wir nur wirklich genug. Ich brauche einen, der Herzen macht. Herzen. Mit A. Oh, hallo. Oh, okay, ich dachte, du bist irgendwas Besonderes. Hab ich mich wohl getäuscht? Ich glaube, Extinction ist richtig, richtig fies, wenn man es in Vanilla spielt. Ich meine, hier bin ich nie hergekommen. hergekommen. Weil ich mich nie hierher getraut habe. Komm, wir haben so viele Alpha-Bären hier. Ich glaube, das ist irgendwie ein Overspawn-Problem. Also richtig leveltechnisch weiterbringen tut uns das ja jetzt an. Oh, bist du jetzt sauer? Darf ich mich bitte umdrehen? Holy moly. Jetzt, danke. Okay? Hat nur irgendwer irgendwas zu sagen? Sonst würde ich jetzt weiterziehen. Ich wünsche, es gibt Eternal Gas Bags. Sublime Gas Bag. Das wäre total cool. Ich wüsste jetzt nicht, wofür man das brauchen könnte, aber cool wäre es. Da kommt irgendwo Dings runter. Ihr seid bestimmt Alpha Rock Drakes, weil ihr zu zweit seid und Alpha Rock Drakes sind immer zu zweit. Ja. Sei ich doch. Okay, wenn du es unbedingt wissen willst. Ja, ich habe deine Cousine 5 Grades getötet. Giga! Huh.
das jetzt Chilis Cousine. Es tut mir sehr leid. Vielleicht Akusa. Ich weiß es nicht genau. Hält auf jeden Fall einiges aus. Versteck ein Level 600. Level 80. Fast. Wäre ein guter Companion für Chili gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Habe ich Lust, jetzt noch weiter hier rumzulaufen? Ich würde halt echt gern ausleveln, aber ich glaube, ich gehe dafür lieber in die Wüste. Weil hier, glaube ich, dauert das einfach zu lang. Okay. Schloss mal Scarlet raus. Pack dich ein. Nehm das mal alles mit. Hallo. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. What? Okay. Oh, sieht halt so komisch aus, aber gleichzeitig wunderschön. Oder? Sieht irgendwie anders aus als sonst. Vielleicht liegt es aber an mir. Die Farbe, ich habe das Gefühl, die Sättigung ist irgendwie kräftiger heute, was natürlich total Schwachsinn ist, aber. Was ist hier so los? Gibt es hier irgendwas Neues? Der Truthahn ist jetzt natürlich auch weg, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht der einzige Truthahn bleiben. Aber gerade schaut es noch relativ friedlich aus hier. Bis auf die Bony Wyvern und die Prime Carcinos. Heute kommen wir mal von der anderen Seite. Ich glaube, ich tausche jetzt hier draußen zurück. Hier ist gerade friedlich. Direkt an der Grenze. Das ist so cool, ne? Wenn ich die Kamera drehe. Ich meine, ich stehe eigentlich draußen. Und im Kopf stehe ich drin. Ich bin so leicht zu begeistern. So, selbe Spielchen wie eben. Das war Quatsch. Aber egal, dann halt so. Und dann so. Ich bin auch ziemlich schwer. Warum bin ich schon wieder so schwer? Wegen dem Holz wahrscheinlich immer noch. Das kann ich jetzt mal wegschmeißen. Ich glaube nicht, dass ich noch Fackel brauche. Okidoki. Okidoki. Auf zur Gigajagd. Wahrscheinlich finden wir jetzt keinen einzigen. Ich weiß, dass welche da waren. Ich habe vorher welche gesehen.